Das ist David Fischer. Er macht diese Woche ein Schülerpraktikum. Ja, hallo David, ich bin Hubert Müller vom Verein für humanes Enkelleben in Fürth. Und bevor wir jetzt mal reingehen, hätte ich hier ein bisschen Sicherheitsausrüstung für dich. Dann schauen wir mal. Wir gehen mittlerweile eben einen deutlich kommunikativeren Weg eben mit unseren Patienten. Es gab da letztes Jahr einen etwas unschönen Zwischenfall. Und seitdem haben wir gemerkt, man kann da im Miteinander sehr viel erreichen. Das heißt, ihr kümmert euch um nichts? Nein, bitte nicht dieses Wort. Wir bevorzugen die Bezeichnung Menschen mit besonderen Nachlebensherausforderungen. Also das ist ein viel schönerer Begriff. Ja, dann frag ihn mal, wie es ihm bei uns gefällt. Komm. Wie gefällt es Ihnen hier in dieser Praxis? Okay. Und wie ist das Essen hier? Alles klar. Dankeschön. Ich mache ja momentan hier ein Schülerpraktikum. Was hättet ihr denn so für Jobchancen? Es ist ja momentan die Fürther Kirchweih. Vielleicht könntet ihr da ja beim Grusehaus aushelfen. Damit du ein bisschen Übung kannst, habe ich dir mal hier auf der Laptop unsere E-Learning-Plattform vorbereitet. Wenn du doch einfach mal ein bisschen übst und dich drauf vorbereitest. Schnell! Es gab einen Ausbruch! Also, die Polizei hat sie in der Fußgängerzone beim Rathaus gesehen.